Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen heute die Smoothie Challenge, aber nur mit Dingen, die Pferde essen dürfen. Und die seht ihr hier. Viel Spaß! Das Spiel, das wir heute spielen, funktioniert wie folgt. Wir haben hier eine Schüssel mit Zetteln. Auf den Zetteln stehen Zahlen drauf und jede Zahl ist hier hinten aufgelistet, steht für ein Futtermittel, das hier vorne steht. Und wer einen Zettel ziehen muss, entscheiden wir jede Runde, indem wir ein Spiel spielen. Da haben wir verschiedene Minispiele, die wir uns überlegt haben. Genau, und an Futtermitteln haben wir, was Pferde eben so essen. Also ein bisschen Raufutter, ein bisschen Saftfutter, ein bisschen Kraftfutter und so ein bisschen Futterzusätze. Und als allererstes Spiel würfeln wir einmal. Wir würfeln jeweils mit zwei Würfeln und schauen, wer die höhere Zahl hat. Und wer die höhere Zahl hat, muss einen Zettel ziehen. Hier sind die Würfel. Verdammt, ich glaube 10. Das ist 10 schon sehr hoch. Ich habe 9. Okay, dann darf Johanna einmal durchwühlen. Dann ziehe ich mit verschlossenen Augen die erste Zahl. Ich hoffe, ich habe was Gutes. Man könnte ja so einen richtig leckeren Smoothie haben. Ich habe die 17. Die 17 ist Spirulina. Okay. Spirulina ist so eine Alge. Ich finde Spirulina nicht schlimm. Als nächstes Minispiel, würden wir sagen, ein Blinzelwettbewerb, oder? Yes. Genau, wer verliert, der muss eine Zutat ziehen. 3, 2, 1, los! Was tut denn so weh? Ah, du hast geblinzelt! Ich hab gewonnen. Ich dachte nicht, dass ich gewinnen kann. Ich bin so schlecht, meine Augen drehen. Ich habe nicht gemerkt, dass ich gewinnen bin. Meine Augen drehen auch richtig. Danke, Maya. Dann wühle ich einmal für dich durch. Oh, ich habe jetzt voll die Tränen hier im Auge. So, Johanna, Augen zu. Oh. Ich will nur nicht Knoblauch kriegen. Ja, das habe ich auch schon gedacht. 12. Gras. Alles klar. Das tun wir am besten dann nochmal in die Salatschleuder. Ich tausche das hier einmal. Als nächstes stellt Jakob, der hinter der Kamera sitzt, uns eine Schätzfrage. Und wer weiter weg ist, muss natürlich wieder eine Zutat ziehen für seinen Smoothie. Wie viele Videos wurden schon auf dem Stories of Fjordis Kanal veröffentlicht? Okay. Den Stories of Fjordis Kanal gibt es ja noch nicht so lange. Aber dafür kommen noch häufiger Videos. Ja. Ich habe eine Zahl. Ich auch. 3, 2, 1, 14. 25. Okay, krass. Okay, also dann kommen da echt viele Videos. Dann schaut auf jeden Fall auch auf unserem Zweitkanal vorbei. Da kommt sehr regelmäßig Content. Den verlinken wir unten in der Videobeschreibung. Krass, dann muss ich schon wieder ziehen. Ja. Schon wieder, ich habe so einmal gezogen. So, wahrscheinlich wirst du noch ein paar Mal öfters ziehen müssen. 21 ist Müsli. Oh, das riecht so lecker. So Pferdemüsli riecht echt immer mega lecker. Okay, dann habe ich bis jetzt Spirulina und Müsli. Dann werfen wir jetzt eine Münze. Johanna, hättest du gerne Kopf oder Zahl? Kopf. Das heißt, wenn Kopf kommt, muss Johanna ziehen und wenn Zahl kommt, muss ich ziehen. Es ist Kopf. Du musst ziehen. Ich muss ziehen. Achso, du darfst mischen, wenn du willst. Ich glaube, so wichtig ist es nicht. 11. Banane! Oh mein Gott, das ist ja mit das Geilste. Banane! Oh, da bin ich richtig neidisch. Ich hätte am liebsten so einen gehabt aus Apfel, Karotte, Banane, Gerste. Also rote Beete und rote Optik. Ja, genau. Das wäre richtig gut. Dann machen wir Daumen-Catchen. Mal sehen, welcher Daumen den anderen schlägt. Oh, ich hätte schon so lange nicht mehr gehört. 1, 2, 3. Daumen-Catchen. Ich habe gewonnen. Länger nicht mehr gemacht. Das war ich auch sehr. Ich bin gut da drin. 7. Nein, das ist nicht. Ja, ich hab nicht den Knoblauch. Dann eine Zehe, würde ich sagen. Ja. Das ist die kleinste. Hier ist so eine Babyzehe. Ja, ist auch viel für so ein Smoothie. Dann habe ich hier ein Kartendeck. Ich mische das und dann ziehen wir beide eine Karte. Und wer die höhere Zahl hat, der muss ziehen. Okay, ich nehme diese hier.
Ich habe einen Buben! Ach, das ist ja schlecht. Der Höhere muss ja ziehen. Ne? Ah, stimmt. Ich habe es auch vergessen. Ich dachte ja. Niedriger, aber wir haben beim Würfeln ja auch gesagt, ja. Der Höhere. Zwei Hafer. Ja, okay. Dann haben wir noch eine Schätzfrage. Dieses Mal anderer Art. Ja, nämlich diesen Zettel. Und da steht eine Zahl drauf. Zwischen 1 und 100. Und wir müssen jetzt beide eine Zahl sagen. Und wer näher dran ist, hat gewonnen. Und der andere muss eine Zutat hinzufügen. Dann sage ich 3, 2, 1, 57. Das ist 50. Also du hast 57 und ich habe 7 weg. Und du bist 5 weg. Ich muss. Jawohl. Ja, das Schlimmste ist jetzt schon weg. Alles. Knoblauch fand ich das Schlimmste. 19 ist Hustentee. Dann spielen wir eine Runde Schere, Stein, Papier. Und der Verlierer muss eine Zahl ziehen. Schere, Stein, Papier. Verdammt. Es ist kein Glücksspiel. Sechzehn. Karotte. Ach gut. Ja, ich krieg richtig, ich habe voll den gesunden Soße. Okay, für das nächste Spiel, das wir uns überlegt haben, brauchen wir wieder Jakob, der hinter der Kamera sitzt. Der hat nämlich zwei Strohhalme und wir müssen beide einen ziehen. Und wer den kürzeren zieht, muss noch einmal auch stattdessen eine Zutat hinzufügen. Okay. Ich mag den Halm. Ja, dann nimm den. Oh, bam, bam, bam. Genau, tun wir jetzt mal hier dazu. Stroh wäre jetzt auch schon noch nicht so gut, oder? Das würde wahrscheinlich ein bisschen das trocken machen, aber egal. 4. Heu. Ist ja fast Stroh. Ja, meine Güte. Okay, das nehme ich jetzt auch noch. Okay, als letztes Spiel. Dann haben wir nämlich auch genug Zutat, würde ich sagen. Nimmt jeder von uns einen Würfel. Wir nehmen die in eine Hand und der andere muss raten. Falls ich jetzt bei Johanna richtig rate, dann muss ich nicht ziehen. Und falls ich falsch rate, muss ich ziehen. Und das Gleiche ist andersrum dann bei Johanna. Also sie muss dann bei mir raten. Ich schaue weg, dann kannst du dir eine Hand aussuchen. Okay. Okay, dann hätte ich gerne diese Hand. Da ist der Würfel. Ja. Aber ja, da war der Würfel. Also muss die andere nichts mehr ziehen. Oh, ich habe voll den guten Smoothie. An meinem ist auch. Nur der Knoblauch ist so. Ich bin Gras und Heu. Okay, dann darfst du auch eine Hand wählen. Die. Falsch. Scheiße, ich muss noch eine ziehen, eine letzte. Ja. Vielleicht kriege ich noch rote Beetechips. Das wäre so cool. Das wäre echt cool. Dann würde der so nice aussehen. Und du bekommst 14 Hagebutte. Das ist auch gut. Das ist auch rot. Dann holen wir uns mal den Mixer. Den haben wir hier sogar schon bereitgestellt. Genau. Wir müssen noch den Tee machen. Und wenn du möchtest, darfst du dir noch eine Flüssigkeit aussuchen, weil du hast jetzt nur feste Zutaten. Ich würde einfach noch ein bisschen Apfelsaft drauf machen. Ja, dann schmeckt man den Knoblauch nicht so dolle. Ja. Cool. Während Annes Tee zieht, mache ich schon mal meinen Smoothie. Und ich fange an mit meiner Bibi-Knoblauchzehe. Und dann ein paar Hagebutten. Das sind auch getrocknete Hagebutten, weil wir die so den Ponys füttern. Und dann ein bisschen Hafer. Die ganze Wohnung ist danach so voll mit Heu. Ja, das war bei uns früher mit den Meerschweinchen auch so. Deswegen waren die immer draußen im Sommer. Ja, ich habe vorhin auch was ins Auto gestellt. Und dann waren direkt Pferdehaare dran. So, dann ein bisschen. Achso, das Gras wollte ich eigentlich waschen. Ach, Bums. Ich frag mich, das ist ein bisschen Tollwut. Ich frag mich, wie gut sich das zerkleinern lässt vom Mixer. So. Und dann noch a little apple juice. Ah, apple juice, apple juice. Nur damit es auch flüssig ist. Oh, ich bin so gespannt, wie dir das schmeckt. Ich will deinen auch probieren. Ja, okay. Und ab geht die Post. Ja, das geht schon echt gut. Ah, das muss noch ein bisschen. Oh, wie es blubbert! Oh mein Gott! Als würde es so kaufen. Ich musste das jetzt mit dem Pürierstab zerkleinern und ich habe auch viel von dem Heu jetzt rausgenommen, weil sich das immer nur so um die Mixer gewickelt hat und nicht klein geworden ist. Und jetzt habe ich hier das Ent... Bar!
Aber man muss ja sagen, darf ich nochmal riechen? Es riecht halt einfach nach Apfelsaft. Ja. Mit Banane. Mhm. Es riecht nicht schlecht. Dann nehmen wir das jetzt einmal hier für meine Zutaten. Ich nehme eine Karotte. Die ist so ein bisschen gummiig. So, neben der Karotte kommt jetzt als allernächstes Müsli. Gönn meinem Sofa auch einen Happen. Ich mach das mal mit der Hand lieber. So, eine Handvoll. Hey Mann. Hilft auch nicht so viel. So, oder? Ja. Ja. Dann ein bisschen das hier. Das bitte nicht auf mein Sofa. Spirulina. So. Schön grün. Sieht wundervoll aus. Und dann, oh mein Gott. Mach ganz schnell, so einmal. Wupp. Tee. Ah, okay. Gut. Das war's schon. Ja, ich habe nur 4 Zutaten. Ja, läuft bei dir. Ja, lucky me. Oh mein Gott. Ist auf jeden Fall besser. Die Karotte immer so hoch springen. Ja. Das war einfacher. Also, wenn ihr auch Smoothies aus Pferdefutter machen wollt, lasst Heu und Stroh weg. Es funktioniert nicht so gut. Vielleicht hätte ich mehr Tee nehmen sollen. Einfach. Dieses Geräusch. Okay, dann. Prost. Dann möchtest du zuerst probieren. Du hast ja auch zuerst gemixt. Ich möchte nicht, aber ich mach's. Was war das denn für eine Faser? Ballaststoffreich. Und der Knoblauch. Es ist so richtig lecker süß. Apfel, Banane. Und dann kommt so diese Knoblauchschärfe. Ich darf hier ein mini bisschen probieren. Mhm. Weil es riecht halt einfach nach so Apfelbananen. Es schmeckt sehr stark nach Knoblauch. Ja, oh mein Gott. Dieser nachgeschmeckte Knoblauch. Ich bin auch immer mit kaum beschäftigt, wenn die andere fertig getrunken hat. Gut, dass ich meinen jetzt probieren kann. Diese Konsistenz, wenn man das so schüttet. Schmeckt so ekelhaft. Diese Konsistenz schon. Und es ist halt auch warm. Schmeckt kalt. Es hat halt keinen intensiven Geschmack. Aber was man schmeckt, ist nicht lecker. Ja, schmeckt man richtig. Es schmeckt irgendwie nach diesem, wie Müsli riecht, aber halt nicht gut. Das war super lustig. Ich glaube, wenn man Glück hat, könnte man echt was Leckeres bekommen. Was würdest du sagen, wie deins, wie meins aussieht erstmal? Deins sieht aus wie ein gesunder, grüner Frühstückssmoothie. Ja, da kann man nur hoffen, dass die nicht so schmecken. Meins sieht einfach aus wie Kotze. Ja, schon, oder? Wenn Pferde kotzen könnten, würde das so aussehen. Ja. Wir hoffen natürlich wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Ihr könnt das Video auch sehr, sehr gerne kommentieren. Zum Beispiel damit, aus welchen Zutaten euer Smoothie am liebsten bestanden hätte, wenn ihr es euch hättet aussuchen können. Oder auch, welche Zutat für euch gar nicht ging, wie zum Beispiel bei Johanna, der Knoblauch. Ansonsten freuen wir uns über ein Abo und verabschieden uns mit den Worten: Man schmeckt sich!